Ja, Galu, das Musikmagazin. Heute natürlich wie immer aus dem Artstalker und bei mir ist Esther. Und ich habe mir noch nie so leicht einen Klarnamen merken können wie bei dir. Das ist doch wunderbar, oder? Passt doch. Passt doch. Ist doch ein schöner Name, oder nicht? Weil ich ja heute so einen Schädel habe, was hast denn du für Tipps gegen Hangover, Bad Hangover? Ich glaube, schlafen ist ja das Beste. Was natürlich jetzt für dich nicht in Frage kommt, aber viel trinken, schlafen. Man muss aber eigentlich schon nachts was trinken. Also wenn man dann heimkommt vom Saufen, dann musst du danach noch einen Liter Wasser einbauen. Und dann ist das auf jeden Fall einfacher am nächsten Tag. Ne? Ich habe noch nicht mal mehr so meine einsame Single abends alleine zu Hause Routine geschafft, weil ich so müde war, Alter. Ging gar nicht. So, Album haben wir da. Ja. Ist zwar jetzt schon ein bisschen länger her. Genau. Aber wir sprechen über Bester. Auf einem neuen Label entstanden. Genau. Gab es da irgendwie groß Trara im vergangenen Jahr mit deinem Label oder was war da los? Groß Trara gab es eigentlich nicht. Ich habe einfach meinen Vertrag nicht verlängert. Also ich hatte einen Vertrag über 3 Releases mit dem damaligen Label und habe diesen halt nicht verlängert. Und habe dann einen Neustart jetzt mit nur Musik gemacht. Ich war auch das erste Release, das über dieses Label kam. Wir sind da gerade dabei, die ganzen Strukturen neu aufzubauen und es gelingt uns auch ganz gut. Und ja, es ist halt ein junges, komplett frisches Label aus Hamburg und ich bin sehr zufrieden bis jetzt. Das heißt, so Narrenfreiheit, keiner redet dir rein oder gibt es dann doch schon mal hin und wieder so diskrete Hinweise, dies oder jenes vielleicht anders machen zu müssen? Ja, zu müssen nicht, aber so. Also ich bin ja auch dankbar dafür, wenn mir Leute da ein bisschen reinreden, so in die Musik eher nicht. Da bin ich immer noch so ein bisschen egoistisch, dass ich sage, okay, das ist so mein Ding, das ist so mein Baby. So klar in Promo-Moves oder ne, Deutschrap ist leider heutzutage eine große Promotion-Aktion geworden. Und es kommt leider nicht nur auf die Musik an. Und da nehme ich mir doch dann gerne auch Rat und von Leuten, die da ein bisschen mehr Erfahrung haben als ich. Ne? Ja. Als Single ist ja Ich muss raus erschienen mit einem super schönen Video, wobei natürlich jetzt so im Nachhinein betrachtet, das wurde unter anderem in Nizza gedreht. Was ging dir durch den Kopf, als du das mit diesem schrecklichen Anschlag in Nizza mitbekommen hast? Ja, ist halt schockierend erstmal. Ich war erstmal geschockt, so, zumal wir halt auch einfach genau dort gedreht haben. Ne? Und ja, es ist halt unvorstellbar sowas. Das kann man irgendwie gar nicht in Worte fassen, das ist einfach nur grausam und ja, ich war wirklich geschockt, bin es immer noch auf jeden Fall und habe auch diese Kette an, die habe ich auch damals beim Videodreh gehabt, so. Die habe ich ja sonst eigentlich nicht so oft an, aber habe es jetzt nochmal rausgeholt, so ein bisschen Solidarität zu zeigen auf meine Art und ja, das ist schockierend, also fehlen einem die Worte. Bist du so ein Nachrichten-Junkie oder wie guckst du rein? Ich bin schon so, da gibt es ja diese 100 Sekunden Tagesschau oder Tagesschau in 100 Sekunden, da bin ich schon ziemlich up to date. Und ja, sonst, ich meine, heutzutage kriegst du das alles in dieser Facebook-Timeline oder Twitter oder was, kriegst du ja alles mit. Also ich bin da schon sehr aktiv und gucke auch bewusst Nachrichten und Tagesthemen und sowas. So wirklich politisch bin ich jetzt nicht, würde ich sagen, aber ich gucke immer schon, dass ich mitbekomme, so was zurzeit abgeht. Zurück zum Song. Ich muss raus, so fernwehmäßig, vom Papa den Wagen wegnehmen und so. Wann ist der Song entstanden und was war so wirklich der Vater des Gedankens? War es halt wirklich irgendwie Fernweh in dem Moment, zu viel gearbeitet und dann das Gefühl gehabt, ey, es geht nicht mehr? Nee, es war tatsächlich so, dass ich das Instrumental bekommen habe. Also ich hatte noch gar nicht die Idee, irgendwie so einen speziellen Song zu machen, sondern ich habe einfach das Instrumental bekommen und habe dann innerhalb von 5 Minuten gewusst, okay, das ist so ein Fernweh, ich muss raus, mal alles hinter sich lassen, so leichtes Gepäckmäßig ab dafür. Und genau, dann der Song ist eigentlich so eher aufgrund des Instrumentals entstanden. Ja. Zumal der ja vom Sound her auch wirklich irgendwie ein bisschen raussticht, so, ne? Mit der Akustikgitarre da am Anfang ist ja eher so. Genau. Easy Listening wäre jetzt das falsche Wort, aber halt so leichte Kost und Sommerfeeling so auf jeden Fall. Ja. Deshalb haben wir den ja auch jetzt ausgekoppelt, beziehungsweise ein Video dazu gedreht und das Video ist ja schon vor 1-2 Monaten entstanden, aber wir haben es jetzt erst rausgehauen,
einfach, weil jetzt ja der Sommer da ist anscheinend, aber obwohl er auch nicht so richtig da ist. Ja, genau, das war der Hintergedanke. Und dann gibt es natürlich, wie immer, die Hater. Unter dem Video bei YouTube irgendwie steht gerade, oder steht halt, dass das Oberste war, hab gerade echt einen kleinen Schock bekommen aus einem straighten, lyrisch begabten und echt witzig asozialen Typen, ist die totale Weichspüler-Kommerznote geworden. Du freust dich natürlich über solche Kommentare, ne? Weil ich meine, das findet sich ja auch wirklich bei manchen Tracks sowieso wieder irgendwie, dass du auf Hater sehr gerne reagierst. Das ist halt, ja, ich kann mittlerweile, muss ich darüber lachen, so früher habe ich mir das echt ein bisschen zu Herzen genommen, so, aber mittlerweile ja, muss ich darüber schmunzeln, weil derjenige, der sowas so schreibt im Internet, der hat einfach das Album auch nicht gehört. Also das ist jetzt so mit Abstand der, ich würde sagen, oberflächlichste Song, ja, obwohl ich meine Musik jetzt nicht als oberflächlich bezeichnen will, aber das ist so, wie du schon gesagt hast, das ist ganz leichte Kost und so ist es natürlich auch geschrieben, obwohl der lyrisch jetzt überhaupt nicht schlecht ist, also ne, ich achte da schon immer drauf. Aber der Song sollte genau so sein, der sollte genau so, den kannst du beim, keine Ahnung was, beim Aufräumen zu Hause so im Hintergrund hören. Das ist einfach so ein Song, da gehst du so ein bisschen mit, hat einen guten Vibe, so positiven Vibe. Und da gibt es halt auch ganz andere Songs auf dem Album, die dann eher diese lyrische Komponente abdecken oder diese tiefgrünigeren Sachen. Also ja, hör dir einfach das Album an, wer auch immer das geschrieben hat und wir sprechen ja auch noch über den einen oder anderen Song. Vielleicht für die Leute da draußen irgendwie nochmal so einen kleinen Hintergrund. Irgendwie 2010 hast du so erste YouTube-Video hochgeladen und dann bei VBT irgendwie ordentlich abgeräumt und daraufhin quasi dein erstes Label gefunden. Ja. Und dann, also wo war wirklich so bei dir der Moment, wo du halt wirklich Blut geleckt hast, wo du dir selbst gesagt hast, irgendwie, ey, ich will da jetzt wirklich nach vorne preschen. Ja, kam relativ spät eigentlich, weil ich irgendwie nie das Ziel hatte, Rapper zu werden. So, also ich hatte nie den Fokus, dass ich jetzt gesagt habe, okay, das könnte mal ein bisschen größer werden oder ich würde mal irgendwie charten oder Alben veröffentlichen oder irgend sowas oder hier in Interviews sitzen oder sowas. Ja, das kam eigentlich erst so mit dieser VBT-Geschichte. Das wurden dann immer mehr Runden, immer mehr Videos veröffentlicht, die Klicks sind rapide da angestiegen und ja, auf einmal hast du dann halt irgendwie, also zu der Hochzeit war das ja so krass, dass ich da innerhalb von 24 Stunden, keine Ahnung, über 100.000 Klicks generiert hatte und dann denkst du dir halt auch, wow, okay, es interessieren sich ja echt Leute für deine Musik so und ja, das ist halt schon ein cooles Gefühl, aber ja, ich meine, es ist immer noch so, ich sage immer noch, es ist der beste Nebenjob der Welt. So. Es ist immer noch ein großes Hobby, eine große Leidenschaft von mir. Ich bin kein Risikotyp, der da irgendwie hingeht und alles auf eine Karte setzt. Also momentan studiere ich ja immer noch nebenbei. So. Also es ist alles entspannt. So. Ich bin mega froh, dass ich die Musik auf dem Level machen kann und weiß das auch sehr zu schätzen. Ich weiß auch, dass ich an einem Punkt bin, wo andere ihr ganzes Leben drauf hinarbeiten und gerne wären. Und deshalb weiß ich das auch wirklich zu schätzen. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich da auch einen Grund hätte, irgendwie abzuheben oder durchzudrehen oder keine Ahnung was. Ja. Dann können wir ja mal hier so einzelne ansprechen. Also Thema Hater hatten wir ja gerade schon bei Hallo Fans, dem ersten Track, sprichst du es ja auch ganz konkret an, dass du halt Hater eigentlich ganz gerne hast. Aber da ist auch was drin von wegen, du willst nicht aus dem Nähkästchen plaudern, weil deine Fans das so erwarten. Aber ist das in einem Interview nicht zwangsläufig der Fall, dass man das machen muss? Oder? Also da dachte ich mir, über was wird er denn jetzt mit mir sprechen, wenn er dann doch nicht irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern will? Das war eher so gemeint, das Thema, das du vorhin schon angesprochen hast, dass da diese Spekulation gegeben hat, warum ich jetzt unbedingt das Label verlassen habe und warum ich das selbst wollte. Und ja, das habe ich so ein bisschen aufgegriffen. Einfach, weil die Leute machen, die pushen das natürlich immer so in den sozialen Netzwerken, so wird immer alles hochgepusht und es wird immer alles negativ ausgelegt und es wird immer so viel reininterpretiert. Und da habe ich das so ein bisschen aufgegriffen. So. Ja. Das war eher so, die Leute wollen immer Futter irgendwie so, aber ich gebe es euch nicht, so nach dem Motto. Nur bis zu einem gewissen Level und dann bis hier noch nicht weiter. So. Ja. Zumal ja irgendwie mit, spricht man den Sinch? Sinch aus, der schon Xavash und Savash produziert hat. Xavash und Savash. Wie lief da die Zusammenarbeit ab? Habt ihr euch gut gerauft oder alles easy?
Nee, gar nicht gerauft. Also das hat von Anfang an sehr harmoniert. Wir sind noch mittlerweile so auf einer freundschaftlichen Basis komplett cool miteinander und gehen auch zusammen mal ordentlich ein trinken und machen auch andere Sachen außer Mucke. Also das war von Anfang super, super gechillt, super entspannter Typ und naja, hat einfach super funktioniert. Ich sage sehr oft super, aber es war einfach super. Ja. 24 Monate, 2 Jahre hast du wirklich dran gearbeitet oder ist das jetzt so ein bisschen promotechnisch aufgebauscht? Nee, nee. Also da sind Songs drauf, zum Beispiel der Freundeskreis-Song. Ich glaube, der ist echt schon sogar noch länger, also noch älter. Also da sind echt Songs drauf, die ein bisschen gebraucht hatten. Da hatte ich dann die Parts teilweise und habe dann erst zum Schluss hin, zum Ende der Produktion, dann mir dann die, den Refrain singen lassen. Aber genau, also da sind schon echt Songs drauf, die schon relativ lange liegen, würde ich sagen. Vermischt mit neuen, so, dann hat es mir nicht mehr gefallen, habe ich noch verworfen. Also ich habe auch viel, viel aufgenommen dafür, habe echt so, ich glaube, 30, 40 Songs oder so und habe dann nochmal viele verworfen. Und genau, jetzt am Schluss ist halt, ich glaube, 16 Songs sind drauf, genau. Genau, das sind dann die stärksten, die dann das Album geschafft haben. Woran merke ich denn als geneigter Hörer, ob du die Geschichte in dem Song halt wirklich, also ob sie authentisch ist oder ob es halt frei erfunden ist? Also ich kann sagen, dass das Album sehr autobiografisch ist. Natürlich sollte man gewisse Songs wie Club 27 zum Beispiel mit einem Augenzwinkern sehen. Also ich bin jetzt nicht darauf aus, mit 27 den Löffel abzugeben. Mal, du bist ja ein bisschen drüber, ja. Das wäre also wäre ein bisschen schlecht. Nee, aber ich fand das Thema interessant einfach. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn du es so positiv darstellst, das hat mich nicht so gereizt. Also habe ich gedacht, drehst du es einfach mal um. Genauso ähnlich mit diesem Ohne dich-Song. Das ist so ähnlich, hatte ich den Beat und das ist ja eigentlich so ein lockerer, bisschen poppigerer, ohne dich. So die klassische Liebeschnulze eigentlich, die man eigentlich auch dann als... Genau, aber es ist doch viel interessanter, das dann so umzudrehen und dann halt so das Gegenteil da im Song darzustellen. Ja. Aber den Sex mit der Ex, den gibt's. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Denke ich doch mal. Zumal irgendwie, das ist ja immer das Verblüffende, wenn man also nach dem Schluss ist, dann trotzdem nochmal in die Kiste springt, irgendwie hat das dann so einen ganz bestimmten Vibe, finde ich. Ja, also lustigerweise habe ich mit dem Song viele Frauen angesprochen. So haben mir echt viele weibliche Fans geschrieben, dass sie den Song mega feiern und da war ich dann doch ein bisschen überrascht. Aber ja, das, was in der Welt los ist, das ist halt crazy im Moment, in Zeiten von Tinder und dem ganzen Scheiß, so, was da im Moment abgeht. Das gab's alles früher noch nicht, vor 30, 40 Jahren so, ja. Dann habe ich einen kleinen, was heißt Widerspruch, aber in Was da los heißt es irgendwie, du hatest meine Mucke, was machst du denn hier? Heißt es dann nicht im Umkehrschluss irgendwie, dass man nicht mit jemandem sprechen mag, der nicht deiner Meinung ist? Weil das steckt ja irgendwo mit da drin. So, also das hatte ich auch bei einer Freundin eines befreundeten DSDS-Künstlers, die halt auch der Meinung ist, irgendwie, die kommt aus Österreich und hat halt irgendwie geschrieben, ey, ihr Grünen verpisst euch alle aus meiner Freundesliste, als diese Bundespräsidentenwahl war. Und da habe ich dann auch gesagt, ey Mädel, du kannst doch mit den bösen Grünen auch diskutieren und debattieren. Ich meine, das gehört ja irgendwo ein bisschen dazu. Tue ich auch. Nur es gibt einfach Leute, die... einfach was schreiben und dann, ich bin so jemand, ich bin ein offener Typ, so, ich diskutiere gerne Sachen aus, also gar, ich nehme auch Kritik an, konstruktive Kritik immer, aber einfach nur dieses sture, stupide Weghaten und so, ist, sorry, dann wenn du auf einer gewissen Basis argumentierst und gerne, diskutier mit mir, ne, jederzeit so, aber ja, also auch gerade, ich komme ja aus dieser Battle-Geschichte da und so, also was ich da schon alles an Nachrichten bekommen habe und so, das ist halt einfach nicht mehr feierbar, aber muss mal drüber stehen und mittlerweile kann ich da schmunzeln. Ja. Da gehört es ja in gewisser Weise auch dazu. Alles ist okay, fand ich von den Beats her irgendwie schon fast so ein Club-Hit, Disco-Track. Bist du so ein Dancer? Abzappler. Nee, gar nicht. Momentan ja mit den Beinen nicht irgendwie, aber... Da kann ich den Robot vielleicht machen, aber nee, gar nicht. Ich bin null der Tanzbär. Bär? Du hast doch noch nicht mal Zahre auf der Brust, wie Tanzbär. Was? Achso. Wegrasieren. nee, aber der Beat war auch einfach geil. So. Und dann diese eingespielte E-Gitarre. Und das Album geht ja sowieso in verschiedene Richtungen. Also kann man auch negativ auslegen, so dass man sagt, okay, es hat keinen roten Faden, aber ich finde es immer sehr interessant, so verschiedene Aspekte zu zeigen. Und
sehr variabel zu sein in den Songs, die ich mache. Und ja, das war auch, ich glaube, der Beat hat noch nicht gestanden. Zu Beginn hat nur dieses Gitarren-Sample, dieses Riff gestanden und von Victor Flowers übrigens eingespielt, sehr, sehr krasser Musiker. Ja, dann hat sich das so entwickelt und ich fand's einfach geil, diesen Vibe auch geil vom Beat. Ja. Aber das ist ja das Gute, wenn so ein Mensch wie ich so ein Album hört, der halt nicht irgendwie jetzt so wirklich der Rap-Fan ist. Irgendwie finde ich es halt irgendwie ganz spannend, dass halt wirklich ganz unterschiedliche Facetten drauf sind. Farben in den Songs, dass halt einerseits Geschichten erzählt werden, dann natürlich hast du halt auch wieder deine Auf-die-Fresse-Geschichten, die ich dann eher skippe, aber passiert halt so, ne? Also von daher, beispielsweise immer noch derselbe ist so ein fetter Ich-hau-dir-auf-die-Fresse-Song. Den musste ich leider aufgrund meines bösen Hangovers dann auch mal skippen. Ja, Club 27 haben wir auch schon angesprochen, irgendwie so Thema Suizid, um unsterblich zu werden. Da hast du das so im Augenzwinkern vorhin schon erwähnt. So. Aber was ist, wenn halt wirklich einer deiner Fans halt wirklich irgendwie, keine Ahnung, darüber nachdenkt und keine Ahnung, kann das nicht auch nach hinten losgehen? Ich denke, meine Fans sind da intelligent genug, um das zu verstehen. Ich habe das auch in mehreren Interviews schon gesagt, so dass man das mit einem Augenzwickern sehen sollte. Und ja, ich bin auch so jemand, ich höre meinen Fans auch viel zu. Also ich kriege viel Fanpost, Nachrichten und nehme dann auch wirklich die Zeit und beantworte das. Und da haben ja auch dann Leute zum Beispiel geschrieben, dass sie wirklich, dass meine Musik sie über eine schwere Zeit hinweg gebracht hat, so, und dass wirklich so, dass es die, meine Musik sie unterstützt hat. Und ja, dann im Endeffekt, dafür mache ich es. Ne? Also genau dafür machst du doch Musik, um den Leuten irgendwas zu geben, um den Leuten irgendwas zurückzugeben, wenn es nur ein Gefühl ist oder eine Emotion. Ja. Worüber hast du dann gelitten, so in der Anfangsphase? Also wenn man davon ausgeht, dass man Rap oder Musik als allgemein als Lebenshilfe oder raus aus der Gosse oder wie auch immer, also wie man es interpretiert, aber was war so, wo hakt es bei dir? Ja gut, bei mir hakt es nicht wirklich so, aber bei mir hat es halt angefangen mit diesen Agro-Berlin-Sachen und Prinz Porno und Sektenmusik und so damals. Ja, und da waren wir halt so auf Agro halt oder haben unsere Grenzen getestet, so jugendlicher Leichtsinn mäßig. Und ich glaube, deshalb bin ich auch so in diese Battle-Geschichte da ein bisschen abgerutscht, um das jetzt nicht negativ zu nennen, zu sagen, aber so, ja, ein bisschen abgerutscht, sage ich jetzt mal. Und ja, aber ich habe immer schon neben dieser Battle-Geschichte auch normale Songs gemacht, also auch Songs, in denen ich zum Beispiel Trennung verarbeitet habe und sowas. Das war immer so mein Puffer, mein Ventil so. Und ja, hat mir auf jeden Fall geholfen, auch durch viele Höhen und Tiefen. Ja. Hast du schon für andere Acts geschrieben oder würde es dich reizen, halt in so einen Pool reinzukommen, wo dann die anderen Künstler sich irgendwie Songs rauspicken können? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon für Leute geschrieben, aber ja, sagt man nicht. So, für wen man da, das ist immer so ein bisschen hinten rum. Und, und klar, würde ich gerne. Also sind auch namhafte Leute dabei, also kennt man auf jeden Fall, aber immer gerne. So. Ich bin da, ich kann halt, was ich auch gut kann oder was mir auch Spaß macht, ist, mich in andere Leute hineinzuversetzen. So. Sei es jetzt irgendwelche Gangster-Rapper oder irgendwelche Pop-Schlager-Geschichten. So. Also ich kann relativ vielseitig schreiben. So. Ja, das macht Spaß einfach. Hast du da irgendwann mal einen Kurs belegt oder ist es einfach so Natur gegeben? Nee, also ich kann ja auch gar nicht sagen, wo das so herkommt. Also gut, meine Eltern sind Lehrer, vielleicht das so ein bisschen dieses. Ich glaube, das ist einfach viel Übung und weil ich einfach so lange schon Bock drauf habe, glaube ich einfach. Und weil ich habe zu Hause noch alle Texte, die ich jemals geschrieben habe. Also ich schreibe immer noch auf Papier. Mittlerweile leider nicht mehr so, also nicht mehr so viel auf Papier, aber, ne, aber ich habe immer noch alle so Sachen, die ich auf Papier geschrieben habe. Das ist so ein Ordner. Und ja, während andere feiern waren und so, habe ich halt zu Hause gesessen und habe nächtelang Texte durchgeschrieben und mir den Scheiß gegeben und Sachen aufgenommen. Ne? Ja, ich mache das jetzt auch schon über 10 Jahre, so muss man auch bedenken. Und irgendwann bist du halt gut, so wenn du dranbleibst, wenn du immer Leidenschaft reinbringst, wenn du Bock drauf hast, so, dann wirst du immer besser. Und nicht aufgeben, so auch an die Leute, die dann, ich kriege auch viele Mails von jungen Künstlern,
Die schickt mir dann Sachen und ich bewerte das, beurteile das ein bisschen so. Und ich sage denen immer so, auch wenn es jetzt nicht so gut ist, ich sage denen, ja, wenn es dann Traum ist, so, dann halt daran fest und nicht aufgeben. So. Ich sehe es ja an mir. So. Ich hätte zwar nie gedacht, dass es so weit geht, aber klar träumt man, jeder träumt. Und irgendwann merkst du, dass Leute darauf aufmerksam werden und dann leckst du Blut, wie du schon vorhin gesagt hast. So. Es ist halt einfach so. Und dann kommt eins zum anderen. Wo würdest du denn dann den Fokus drauf legen? Also ist dann, was weiß ich, Platten zu verkaufen, rauf und runter im Radio gespielt zu werden oder Arenen zu füllen? Also was ist da so die Vision, der Traum? Alles zusammen. Nein. Alles zusammen. Nein, das Ding ist so, ich habe so eine, ich freue mich über jedes Album, das ich rausbringe. Das ist mein zweites Album. Das ist jetzt, mein zweites Album ist auch gechartet so. Das ist für mich ein krasser Erfolg, hätte ich nie gedacht so. Und ich bin aber auch persönlich irgendwie ein bisschen, also ich will mich jetzt nicht als krass bescheiden darstellen oder so, aber ich bin da schon so ein bisschen, der da auch auf die Bremse drückt. Und klar habe ich Träume, klar wäre es natürlich krass, mal vor 10.000 Leuten zu spielen und ein Stadion zu füllen und zu denken, diese kommen jetzt alle deinetwegen dahin. Aber man muss da auch immer ein bisschen realistisch bleiben. So. Also wie gesagt, ich bin jetzt schon wieder an einem neuen Projekt dran, mal gucken, was es wird, vielleicht eine EP, vielleicht doch ein Album, ich weiß es nicht, aber es wird auf jeden Fall noch dieses ja, was kommen. Und dann schauen wir mal einfach, wohin die Reise geht. So, ich mache parallel noch mein Studium fertig. Es ist eigentlich alles zufriedenstellend momentan. Und das, was du gerade meintest, so von wegen, dass du dich halt auch in andere gut reinversetzen kannst irgendwie. Wer ist denn dieser Asi in Tunnelblick? Dem möchte man ja nicht wirklich irgendwie auf der Straße begegnen. Das leider war ich das halt. Also dieses beruht auf einer wahren Begebenheit. Und der Song ist jetzt, das ist auch einer der ersten Songs, die ich geschrieben habe für das Album. Ja, die ganze Aktion ist jetzt schon 3 Jahre her oder was. Ja, war halt so eine Phase, da ging es bei mir ein bisschen drunter und drüber, privat. Und ja, dann habe ich gedacht, musste ich das in einem Song verarbeiten. Und ich war ein bisschen überrascht, dass der Song mit auch am besten ankam. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass diese Battle-Rap-Fans sich da ein bisschen wieder angesprochen gefühlt haben. Im Endeffekt habe ich so verarbeiten können auf jeden Fall und bin auch sehr ruhig geworden. Habe mich dadurch auch weiterentwickelt, definitiv, persönlich. Und jetzt ist das Thema abgehakt. Ja. Aber das hört sich ja dann so an, als wäre dann Heimat dementsprechend auch eine wahre Begebenheit. Also bis vom Kiffen komplett runter oder halb runter oder ein Strahlen. Ja, nicht so hier, ne, wie der Kollege, der da, ne, hier der Deluxe-Kollege, der irgendwie im Interview gesagt hat, ey, ich kiff nicht mehr, und dann kaum war die Kamera aus, hat er den Düte gebaut. Okay, echt? Ja, krass. Das darf man nicht. Nee, ach Quatsch, wie gesagt, ich nehme keine Drogen, überhaupt nicht, also außer Alkohol ab und zu mal. Aber das war auch, der Song beschreibt auch wieder so eine Phase, so Grenzen austesten, irgendwie so ein bisschen mal ausprobieren, illegale Sachen machen. Ne? Ich denke, jeder kommt mal in Berührung mit sowas. Aber der Song beschreibt auch so ein bisschen diese Entwicklung. Damals war es halt bei uns so eine Einheit, so wir waren so eine Clique. Und irgendwann wird das halt so ein Teufelskreis irgendwie. Und ich habe mich da nicht mehr wohl gefühlt und wollte dann da irgendwie so ein bisschen ausbrechen. Also das beschreibt der Song. Und ist auch so eine Art persönliche Weiterentwicklung auf jeden Fall. Also immer noch keine Macht in Drogen, so muss man hier ganz deutlich nochmal sagen. Ich habe viele Freunde und auch viele Leute, die drauf hängen geblieben sind. Und da kann ich jetzt leider nur noch auch gar nicht mehr irgendwie eingreifen. Also ich habe da auch versucht, die da nochmal irgendwie auf den rechten Weg zu bringen. Aber es hat leider nicht so funktioniert. Und ja, ich habe auch schon Freunde, die da deswegen auch im Knast waren und so, weißt du. Also, auch wenn ich nicht so aussehe, ich habe da auch schon ein bisschen was gesehen. So, es soll jetzt mir gar keine Street Credibility oder sowas hier verleihen. Aber es ist halt einfach so, dass ich da auch schon ein bisschen Einblicke in diesen Bereich des Lebens hatte. Und aber wie gesagt, ich mache gar nichts dergleichen. Und bin froh auch, dass das jetzt alles sich bei mir so positiv entwickelt hat. Und das Wortspiel mit Heimat, also hast du richtig heimatliche Gefühle für Saarbrücken, weil ich war noch nie in Saarbrücken. Ich meine, was geht in Saarbrücken? Saarbrücken ist schön, musst du mal hin. Es hat eine wunderschöne Altstadt. Wunder, also echt, es ist eine super schöne Stadt so. Und ist halt meine Heimat, ne? Immer noch so. Da kommt meine komplette Familie her.
Und ja, ich bin da aufgewachsen, habe da jetzt, boah, wie lange habe ich da gewohnt? 22 Jahre oder 21 Jahre habe ich da gewohnt und bin immer wieder sehr froh, verbringe auch die Semesterferien immer wieder dort und bin immer wieder mega froh, wenn ich da bin, so meine Leute, meine alte Clique nochmal treffe. Ja. Ja, dann scroll ich nochmal durch, ob ich irgendwas vergessen habe, aber ich glaube, trotz meines Hangovers sind wir dann, glaube ich, durch. Ja. Lieben Dank! Ja, und live-technisch, was passiert live-technisch noch irgendwie? Ich bin jetzt am 30. in Meppen auf dem Stadtfest und eine Woche später bin ich in Lebach, in Saarbrücken, im Saarland. Das ist ein großes Big FM-Festival. Da spiele ich auch, bin ich Headliner. Ja, und sonst mal schauen, ob ich noch eine Tour spiele. Wissen wir nicht, sind wir gerade am Gucken so. Aber wahrscheinlich bringe ich jetzt erstmal ein neues Projekt und dann schauen wir mal weiter, wie es dann live weitergeht. Vielen Dank fürs Interview. Dafür dann alles Gute fürs neue Projekt. Ups, machen wir so.